die Enderperlen kümmern, weil wir versuchen jetzt so schnell wie möglich, versuche ich zumindest so schnell wie möglich, die... AF-Politik. Reicht echt nicht, das ist ein bisschen krass. Jedenfalls werden wir uns dann mal hinten umgucken wegen unserer Quarry, weil wir brauchen. Jetzt muss ich erst mal überlegen, was da nochmal war. Enderperlen brauchen wir nicht. Brauchen wir irgendwann mal, ja. Marmor, das war's. Genau, Marmor. Wieso kriegst du jetzt bloß noch 266? Das stimmt. Stimmt, den müssen wir ein bisschen vergrößern. Boah, da kraut's mir ja davor. Warte mal, habe ich die Casings noch einstecken? Ja. Das wäre dann. Ups. Das wäre dann so und so genau. Autsch. Ah, toll. Oh, mein Witz. Oh, mein Witz. Ich bin gerade ein bisschen am Hin und Her überlegen. Eisen ist hier und Lelorium ist hier. 20, wenn uns Graphit fehlt. Das wäre dann so, genau. Das ist jetzt die Höhe, ne? Aber da muss er noch zwei weiter höher. Ja gut, so, ouch. Und das ist jetzt die Höhe und noch zwei weiter höher. So, na komm. Ich komme nicht ran. So. Müssten wir aber schon mal anfangen.
Ja, das dauert immer so ewig. Das Reaktorglas, das braucht so lange, bis es abgebaut ist. Also praktisch eben halt, man muss ja andauernd neu bauen. Das ist eben halt schon ganz positiv. So, habe ich schon gesagt, wir brauchen eigentlich schon mehr von dem Zeug. Na komm, Moment, ich mache erstmal die Decke hier wieder zu. Sonst fliege ich noch rein und dann Ausraster. So, das muss hier weg. Weil da muss ja Glas hin, genauso wie das. Muss auch Glas hin und das kommt auch weg, weil weg. Und das kommt weg. So, dann bauen wir das hier schon mal hier unten hin. Hin. So, das wird eine Hausnummer. Das wird echt ein riesen Apparat. So, aber der Strom dürfte eigentlich noch drin sein, wenn ich noch kompliziert habe. Das bedeutet jetzt für uns, ich muss mir erstmal wieder Alter hier hochbauen. Das hier vorne kommt erstmal wieder weg. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen kontraproduktiv, was ich jetzt gemacht habe. Eigentlich ein bisschen sinnlos. Aber geht jetzt gerade nicht anders. Weil ich muss die zwei, die drei Capacitor Banks erstmal erfüllen. Und dafür brauchen wir eben halt blöderweise Strom. Weil ich muss ja noch ins MES-System rein und noch ein bisschen, obwohl Kohle kann ich eigentlich auch draußen purzeln, das dürfte eigentlich kein Problem sein. Aber ihr wisst schon, auf was ich hinaus bin, ne? Größer. Bigger. Deswegen vielleicht dann auch Big Reaktor. Könnte möglich sein. Könnte möglich sein. So, und jetzt noch die zwei Gläser, die ich schon vorne rausgeholt habe. Hier müssen wir wieder reinstecken. Und aktivieren den Spaß. So, das müssen wir noch abklemmen müssen, ist hinten die Quarry. Wir werden das demnächst oder so alles mit dem Tesseract machen. Geht es ein bisschen schneller und weitaus produktiver. So, also wir brauchen jetzt noch jede Menge Graphitbar. So, aber nichts. Das, au, 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 au. Aber trotzdem, wir haben irgendwie immer noch ein Problem, was Strom angeht. Gerade ein richtig heftiges sogar. Das bedeutet, wir haben noch ein bisschen Puffer, haben wir auf Deutsch gesagt, weil wir müssen ja die innere Konstruktion auch abreißen. So.
Also, genau. Auf Deutsch gesagt, einen Reaktor im Reaktor. Wie gesagt, ich darf das jetzt auf keinen Fall verbinden, ansonsten ist der Strom wieder weg. Und das ist das, was wir gerade erstmal dran haben. Das haben wir gerade. Sachen gibt's. Deswegen bin ich ja gerade am Überlegen, wie ich das jetzt am dümmsten oder am effektivsten mache. Hier haben wir noch einmal achten. Wir können noch uns herstellen. Der Rest draußen interessiert mich jetzt. Bienen interessieren mich jetzt erstmal gar nicht, weil, wie schon gesagt, Strom ist, glaube ich, wichtiger als alles andere. Muss man kurz aufknacken hier. Kann man den wieder zubauen. So und so. Genau. Wie viel Strom haben wir? In der Bank drinne. Ein Witz. Also nicht wirklich viel. Da ist drinne 3 Millionen. Okay. Wir versuchen es. Komma 2 Gigabyte. Schon aus. Stimmt, jetzt habe ich den Müll reinstecken. So, was 1,2 Gigabyte an Server Backup, das ist krass. Also dort hängt eigentlich jetzt erstmal bloß Ender.io dran und die. Wie ist das? ME-System. Also unser Lager. Aber trotzdem müssen wir uns irgendwann doch ein Stück beeilen. Der Reaktor steht jetzt eigentlich so, wie er eigentlich dann auch sein soll, ne? Größer halt. So, das bedeutet, alles, was hier jetzt überflüssig ist, muss weg. Drill, gibt es irgendwie nicht noch einen Drill oder? Ich weiß es nicht. Aber wir sind schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. In dem Sinne viel Spaß beim Gucken. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dann tschüssen.